Was geht ab? Wir haben uns heute mal ordentlich verirrt und zwar nach Irland. Wir sind, haben uns einfach in irgendeinen Bus gepresst. Irland. Gepresst. Gepresst. Gepresst, Alter. In den roten Bus gepresst. Und sind nach Irland gechattet. Mit dem Bus nach Irland gechattet. Ja, 9 Euro zu gehen, das geht. Gestrandet sind wir bei der Middleton Distillery in Irland. Irland. Die ja relativ groß ist, kann man sagen. Ja, die Mainz brennen 1-2 Liter im Jahr. Ja. Verhältnismäßig wenigen 64 Millionen Liter. Eine Zahl, die ich bisher noch nie in Schottland gehört habe. Wie viel ist 64 also, Millionen? Ja. Und dann wird es auch noch alles dreifach destilliert. Ja. Und am Ende kommen natürlich verschiedene Abfüllungen raus. Mhm. Ganz bekannt Jameson. Auf jeden Fall. Der schöne günstige Whisky, der in jedem Edeka-Regal zu finden ist, den jeder Mensch schon mal getrunken hat. Cent. Ja. Und natürlich auch hier, geil, Redbreast. Trotzdem, wir haben heute einen 12 Jahre alten Whisky am Start, gemacht aus ungemälzter und aus gemälzter Gerste, aber alles aus kupfernen Brennblasen, genauso wie es zu sein hat, wie es man machen muss. Und in Fassstärke vor allem. Fassstärke, ganz wichtig. Dreifach gebrannt und Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässer haben wir hier am Start. Also nicht zu verwechseln mit dem Corange 12-jährigen von Redbreast, den es auch gibt. Und zwar für ca. 60 Euro. Also ein richtig guter Preis für Fassstärke, 12 Preis. Jahre. Ja. Echt geil. Kann man nicht sagen. Ja. Schmecken muss er natürlich noch. Ja, tut er auch safe. Ja. Und lass dich ausmachen. Ja, aufgrund der grünlichen Farbe der Flasche. Ja, können wir den Whisky jetzt nicht ganz gut erkennen, aber deshalb schicken wir euch natürlich jetzt noch in den Whisky kommen. Porn. Richtig geil, die Slow-Mo hat reingehittet, wie Mike Tyson den Dude im Flughafen hat. das Design rausbringt. Einerseits sehr, sehr geil, die Flaschenform finde ich fett, auch den Hals oben. Ja. Wahrscheinlich hat er eine Rot-Grün-Schwäche, weil es heißt ja Redbreast und die Flaschenform ist grün. Ja. Ist einfach aber die Flaschenform grün, so dumm, Alter. Wer hat sowas gehört? Was auch geil ist, natürlich die Farbe des Whiskys, nämlich so wie sie aus dem Fass kam, also nichts hinzugefügt, unfiltert, so wie es zu sein haben tut. Deine Deutschkenntnisse haben sich auch nach verirrlernt. Jetzt wird sowas von Zeit, endlich mal an diesem Glas zu nosen. Ja, absolut. Ich bin sowas von bereit. Los geht's. Richtig ready, Mann. Hat schon Dampf. Also. Ja. Aber trotzdem. Aber angenehm, finde ich. Ja, ich finde auch extrem süß. Auch also, dass er 56,3 Volumenprozente hat, da wäre ich nicht sofort. Ich finde ich nämlich auch nicht. Ich fand nämlich ehrlich, dass die Süße im Vordergrund. Also, ich habe direkt die Nase reingehalten und habe nicht dran gedacht, dass Alkohol drin ist. Erst als ich sie richtig reingehalten habe. Ja. Wenn man sie richtig reinhält, wie Christoph Daum in den 90ern. Ja, dann ungefähr so. Ja, dann hat man es. Richtig Schnee in der Nase, Alter. Ja. Also ich habe sie direkt richtig reingehalten und das Einzige, was ich hatte, waren Tränen in den Augen. Hättest du halt mal langsam angehen können. Aber was wir haben, exotische Früchte mit Honig und Honigmelone vor allem, finde ich. Mhm. Aber was ich sofort am meisten habe, Puderzucker. Ja, hatte Christoph Daum auch an der Nase. Aber was ich noch habe, so echt so exotische Früchte, so Litschi und so also ein bisschen. Ja, aber gelbe, ist noch gelbe Kiwi. Aber ich habe genau das gleiche plus eine Säure oben drüber. So ganz leicht. Ja? Das jetzt Orangen oder eher zu Zitrus, zitronenmäßig ist, Limone, sowas. Also das habe ich ganz oft bei dreifach gebrannten. So die Note. Also generell die Redbreast-Abfüllungen, vor allem auch in Fassstärke, die sind ja schon sehr beliebt. Mhm. Zum einen preisig sehr attraktiv und geschmacklich auch. Ja, also hoffentlich. Die Nase besteht schon mal. Ich finde es jetzt nicht so komplex.
Ja, also ich habe meine Honignote, meine Honigmelone, ich habe ein bisschen Eiche, ich habe ein bisschen Puderzucker, ein bisschen Vanille ist auch am Start. Ja. Aber ja, jetzt gerade auch so den Sherry-Anteil habe ich jetzt fast gar nicht. Ja, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass er Sherry ist. Aber das Komplexität, ist genau. Ja, was er mitbringt, ist geil. Mhm. Wenn dann vielleicht eine leichte Kräutrigkeit so über den Sherry. Ja, das danke ich mit. Aber ich würde den jetzt gern probieren. Ja, ja, dann machen wir das vielleicht auf Slanche. Slanche. Wow, jetzt kommt der Alkohol. Kann ich was mit anfangen? Aber ordentlich. Aber am Anfang nicht? Nee, nur später. Aber der kommt dann irgendwann, merkst du auf einmal, BAM! Da wird richtig die Brust wird rot, glaube ich. Schon ordentlich Power. Also in der Nase kaum und aber, sowas von. Aber erst im zweiten Moment. Mhm. Ja, genau. Der erste ist so ganz mild, ölig und dann aber auf einmal kickt er dir völlig in die Fresse. Ich finde das ölig geil. Ja. Das ölig ist richtig gut. Vor allem hat er auch die Süße von dem Honig, die mitkommt, finde ich extrem lecker. Ja. Aber ich habe mir gedacht, geile gefällt mir doch richtig gut. Mhm. Habe ich in der Nase jetzt nicht ganz so erwartet, dass er mir so zusagt. Ja, also ich finde ihn aber auch sehr süß, aber auch eigentlich relativ einfach. Ja. Also schon sehr mild und süß, aber halt, ja, es kommt nicht viel mehr. Mhm. Die Komplexität ist ähnlich wie in der Nase. So, er bringt mit, was er, oder er liefert was. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da noch irgendwelche Überraschungen zu erwarten hat oder irgendwas nebendran, sondern das sind auch fast der zieht sein Ding straight durch und fertig. Ja, sind auch fast die gleichen Noten wie in der Nase, finde ich. Also die Honigmelone, Butterzucker, Vanille, bisschen Eiche geht wieder mit, bisschen Würzigkeit kommt. Ja, genau, Würzigkeit wird genau sagen. Also er ist ziemlich ehrlich. Ja. Also für einen 12-jährigen Fassstärke-Whisky, muss man immer wieder betonen, für die 60 Euro finde ich ihn schon echt super. Dafür kann ich es auch empfehlen. Genau. Jetzt kommt auch noch meine Apfelschale im Abgang. Doch, ich finde es auch krass, weil es so die Dreifachbrennerei und vor allem auch der Mix aus ungemälzter und gemälzter Gerste, also beides, das ist jetzt nicht gerade wirklich ein krasser Kritikpunkt, der den schlechter machen könnte. Weil wenn der jetzt nur gemälzte Gerste hätte, wäre vielleicht nochmal geiler, klar, wer weiß, aber der hat ungemälzte Gerste mit drin, aber trotzdem schmeckt der extrem geil und hebt sich auf den anderen ihren ein bisschen ab, finde ich. Ja, aber es gibt keinen Punkt, weswegen ich das kritisieren müsste, weil er einfach geschmacklich doch abliefert. Deswegen ist okay. Ja. Jetzt habe ich in der Nase nochmal extrem die Gerste gerade und habe so einen richtigen so einen Grain-Touch. Auch so leichte Klebstoff. Ja, genau. Aber das kommt Gott sei Dank jetzt erst. Ja. Aber es ist nicht so schlimm. Genau, es ist echt nicht so. Nee, überhaupt nicht. Es ist eher angenehm. Also es ist jetzt gar nicht störend. Man kann sagen, verirrt, ja. Aber Gott sei Dank haben wir uns auch mal dahin verirrt. Also war ganz geil. Ja, richtig. Ja. Richtig gut. Kann man machen. Ja. Ja. Und ich habe einen kleinen Fakt. Bei uns schauen ja doch auch die ein oder anderen Einsteiger zu. Mhm. Und darum steht denn auf einmal im Titel Whisky mit E? Ja, eine Frage. Richtig, weil die Iren natürlich die Schotten sind. Genau. Und da schreibt man Whisky eben mit E, um sich abzureden. Ja. Ja, falsch. Ja. Schreibt man sich falsch. Ja. Naja, gut. Ja. Und in dem Sinne verabschieden wir uns. Auf jeden Fall. Alles für den Club. Speak easy. Drink hard. So nämlich. Reingeschauen. Reingehüpft. Übel nice, apropos übel nice, Alter, der Preis ist auch übel nice. Ja. Übel nice, apropos übel nice, Alter, der Preis ist auch übel nice. Ja. Übel nice, Alter, der Preis. Übel nice, Alter, der Preis.